Ich bin jetzt 4 Jahre hier hauptamtlicher Bürgermeister und habe einige Projekte sehr erfolgreich umsetzen können, weil die Bürgerinnen und Bürger mich begleiten, weil sie mit mir gemeinsam im Boot sitzen und weil wir gemeinsam so zum Beispiel Städtebaufördermittel für Hermannsburg einwerben konnten, sodass wir gemeinsam unseren Marktplatz neu gestaltet haben. Wir haben mit den Bürgerinnen und Bürgern einen Marktplatz möbliert. Wir haben gesagt, wie soll das hinterher werden. Und wenn Sie sich jetzt hier umschauen, dann erkennen Sie, dass der Marktplatz in den letzten 4 Jahren komplett neu gestaltet wurde. Die baulichen Arbeiten haben wir vor kurzem abschließen können. Und im Ergebnis ist eben dann festzustellen, dass wir mit Vertrauen, mit Transparenz sozusagen erfolgreich hier auch mit Bürgerinnen und Bürgern dann Verwaltungsarbeit umsetzen können. Ja, wir haben ganz früh ein Städtebauentwicklungskonzept erarbeitet und haben gemeinsam beschrieben, was ist eigentlich unser Innenort, was ist eigentlich der Kernort unserer Gemeinde Hermannsburg, und haben den Raum bestellt, haben den Raum beschrieben, haben daraufhin uns überlegt, welche Maßnahmen, wie soll Hermannsburg in 10, in 20 Jahren aussehen, und sind dann sozusagen in Bürgerversammlungen von der Pike auf in diesen Fragestellungen angefangen. Insgesamt haben wir nur für die Umgestaltung des Kernortes 7 Bürgerversammlungen gemacht. Hinterher, als die Baumaßnahmen losgegangen sind, noch 4 weitere Bürgerversammlungen rangehängt, indem wir mit den Bürgerinnen und Bürgern uns gemeinsam aufgemacht haben. Ich finde so den Begriff recht plakativ. Wir möblieren jetzt gemeinsam unsere gute Stube, sprich unseren Innenort unseres wunderschönen Kernortes. Von daher sage ich, ist das letztendlich geschehen, weil wir hier gemeinsam dafür angetreten sind, unsere Gemeinde Hermannsburg zu entwickeln.